Hallo und willkommen zu einem weiteren Part unseres Let's Fail Miss Explosion Man, aka Sarah, aka die Nervensäge in Pink. Ja, ich begrüße euch ganz herzlich und falls ihr den letzten Part gesehen habt, wisst ihr wahrscheinlich noch, was uns heute erwarten wird. Ja, ganz genau. Der Endboss dieser zweiten Welt vom Urlaubsparadies, Inselparadies, wie auch immer. Und ja, ich habe ein ganz, ganz schlechtes Gefühl bei. Ich habe ein ganz, ganz mieses, schlechtes Gefühl bei. Aber was soll's, da müssen wir wohl durch. Wir wollen ja auch die dritte Welt irgendwann nochmal sehen. Deshalb würde ich sagen, genug gelabert. Los geht's mit dem Boss-Level und Miss Explosion Man. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß dabei. Ich kann es kaum abwarten. Ehrlich, ich kann es echt kaum erwarten, mich hier wieder in so einem bescheuerten Boss zu stellen, der wahrscheinlich, keine Ahnung. Octopus! verdammt, jetzt habe ich auf den Weak-Spot nicht geguckt. Moment mal. Oh, das war schon. Oh Gott, ich darf hier nicht ins Wasser fallen. Okay. Ja, wie komme ich da hoch? Oh geil, hier, das ist das Preisetikett noch, ne? Ah. Achso, ach du Scheiße. Okay. Nochmal. Achso, nicht. Ich wollte noch sagen, ich kann ja jetzt hier stehen bleiben, aber kann ich natürlich nicht. So, jetzt warte mal. Was hier? Oh Gott, ich sehe auch gerade überhaupt nichts. Also ich sehe mich selbst kaum. Der Hintergrund ist ja mal sowas von bescheuert. Alter, wie soll man denn hier? Oh Gott, das war's doch mit Sicherheit nicht. Das war's nicht. Nein, das war's noch nicht. Hä? Was muss ich? Was? Hallo? Angst? Ja, der zerstört mir jetzt hier meinen kleinen Steg, habe ich das Gefühl, aber ich weiß nicht, was ich soll ja nicht ins Wasser, denke ich mal. Oder kann ich das Ding. Kann ich die Dinger zurückwerfen? Moment mal, ich versuche jetzt. Wenn der jetzt das nächste Ding entwirft, ich weiß nicht, wo das landet, das ist das Problem. Moment. Ja, super. Houston, we have a problem. Ah, Tatsache. Und ich glaube, ich muss einfach nur stehen bleiben, dann kriege ich es auch dorthin serviert. Das ist jetzt mal diese Theorie. Ah ja, nein, die stimmt offenbar nicht. Das heißt, ich muss echt auch ein bisschen Glück haben, um den Gegenstand, den er auf mich wirft, oder es, zurückschleudern zu können. Wie den hier zum Beispiel. Okay. Wow. Ich sehe halt echt nichts, ne? Ah, scheiße. Gott, das ist so von der Farbe her, das ist so bescheuert gemacht. Wow. Ich habe nichts gesehen. Echt nicht. Ah, okay, aber es bleibt wenigstens jetzt hier in diesem Stadion. Oh.
Okay, gut. Nein, das stört mich jetzt dann weniger. Ich dachte, ich müsste jetzt nochmal von völlig vorne beginnen. Das wäre nicht so prickelnd gewesen jetzt. Also echt, also die farbliche Hintergrunddingens ist echt nicht gut gelungen, muss ich ganz ehrlich sagen. So, jetzt hier. Oh. Ach, scheiße. Sorry. Sagt man nicht. Scheiße. Boah. Ich muss auch sagen, das ist gerade sehr, sehr. Ach, schade. Sehr, sehr anstrengend für meine Augen. Bin das ja doch eher nicht gewohnt. Also nicht die Farben, sondern einfach wirklich dieser vom Hintergrund her. Das ist gerade sehr, sehr schwierig für mich zu sehen. So, okay, das müssen wir jetzt natürlich machen. Ich dachte, das ist auf der anderen Seite. Nein, 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 nein. Ich dachte, da wären zwei. Scheiße. Ja, und wie gesagt. Okay, also es ist nur rechts. Alles klar. Erinnert mich auch so ein bisschen an Tiana Sisters. Hier Octopussy oder keine Ahnung. Irgendwie so. Ach verdammt. Nein, nein, nein. Ja genau, ich werde ein Boss-Level überspringen. Natürlich. Ja, ist auch random. Also nicht immer dieselbe Bewegung. Das ist jetzt mir egal. Was nicht? Okay. So, jetzt hier. Nein! Ah, das ist aber auch gemein, ne? Hier genau in dem Moment. Genau in dem Moment, hier deine Flossen auszufahren. Das ist schon sehr, sehr gemein. Wenn ich mal so festhalten. So. Okay, dann hier rüber. Da passiert mir jetzt erstmal nichts. Okay. Oh Jesus. So. Scheiße. Nein. Verdammt. Hallo? Okay, er macht aber. Nein, jetzt. Nein, nein. Oh Gott. Da macht er gar nichts. Allerdings habe ich es jetzt gerade verpennt. Knopf. So, jetzt aber. Ach, come on. Also irgendwann ist doch jetzt auch mal gut. Das war ja beim zweiten Ding schon so scheiße. Oh, oh. Verpasst. Ich habe zwar jetzt gesehen, wo er hinwirft, aber... Ich weiß auch nicht, sieht man das vielleicht schon von der Ausgangshaltung auch? So, jawohl. Was? Was denn Scheiß? Jetzt wirft er es auch noch zurück. Ich glaube, es hackt. So. Okay. So. Komm, jetzt hier Schicht im Schacht, ehrlich. Nein, nicht nochmal. Ich hab doch keinen Bock mehr. Also das ist ganz wahrscheinlich auf der anderen Seite, was? Ah, doch nicht. Oh dear. Oh dear. Wait, what the hell? Ach du Scheiße! Das, ach, ja super, da komme ich jetzt. Nein! Verdammt! Ich hoffe, das Ding bleibt jetzt auch hier. So eine Weile. Ach, Gott sei Dank. Okay, ja, wenigstens da, also das wäre wirklich auch extrem. Scheiße, sag ich jetzt mal. Wenn das Ding auch noch verschwinden würde. Oh, weg.
Warte mal, was? So war das nicht gedacht jetzt. Nein! Nein! Verdammt! Ey, komm, das kann doch nicht wahr sein! Ja, ich meine, wie gesagt, ich finde es schön, dass er jetzt hier so geduldig darauf wartet, dass wir hier fertig werden. Ist doch sehr, sehr fair gelöst oder gemacht, ehrlich gesagt. Aber es ist halt auch wieder mal so richtig unnötig in die Länge gezogen. Ne? Ja, ist gut, komm. Ich meine, der erste Endboss war ja schon etwas nervig, ne? Aber. Der hier? Was für ein Schwachsinn. So. Könntest du jetzt endlich explodieren oder. Das sieht gut aus, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Oh, wait, wait. Ja. Oh, okay. Ja. Ein wunderschöner, epischer Abgang. Wunderbar. Ah, herrlich. Ja, schön. Bei weitem nicht so nervig wie der Endboss zum Beispiel bei Giannis ist es. Aber das war ja auch nicht der Endboss. Denn das sollte eigentlich nur der Boss der zweiten Welt gewesen sein. Ja, war jetzt nicht so schwierig. Okay. Oh, 3-1, okay. Ja, das sieht hier ein bisschen düster aus, ein bisschen, weiß nicht, nach Industriegebiet oder dergleichen. Ja, hier so ein bisschen Atomkraftwerk, glaube ich, wenn das eins ist, ich habe keine Ahnung. Ja, liebe Leute, wir haben die dritte Welt erreicht. Ole, ole, ole. Wurde auch Zeit. Boss hat mir eigentlich ganz gut gefallen, war wie gesagt ein bisschen sehr in die Länge gezogen, wie ich finde, hier mit immer wieder dasselbe und bla bla. Aber besser so als ständig, keine Ahnung, irgendwie das Gefühl zu haben, man hätte überhaupt keine Chance. Das hatte ich ja bei Giannis, das ist wirklich lange Zeit, muss ich sagen, also in den 2-3 Sessions, die ich da aufgenommen habe. Ja, das war okay jetzt, wundert mich auch hier so First Try, aber wie gesagt, das war doch nicht wirklich unbedingt schwierig. Das Schwierigste war tatsächlich, das Ganze farblich zu unterscheiden. Also, dass man auch wirklich immer wieder auf dem Trampolin auch gelandet ist und nicht im Wasser, weil es war schon sehr, sehr nervig, muss ich gestehen. Aber wie gesagt, ist vorbei, hat mir gut gefallen. Hoffe auch hier hattet euren Spaß dabei. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit von der Partie seid, mit Sarah, wenn es heißt Let's Fail Miss Explosion Man. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer einen schönen Tag, habt eine schöne Zeit, macht's gut und ciao, ciao.